Wir haben einen der interessantesten Samsung-Fernseher im Test. Das ist das Modell GU55AU8079. Und wir erzählen jetzt mal im Video, was den so interessant macht und wie gut er im Test abgeschnitten hat. Ja, der neue Samsung GU55AU8079 ist aus unserer Sicht deswegen so interessant, weil er so normal ist auf den ersten Blick. In 55 Zoll liegt er derzeit zur Markteinführung bei rund 700 Euro. Das heißt, er ist noch einigermaßen bezahlbar. Und es ist eben kein super-duper 8K QLED und Schieß-mich-tot-Fernseher mit den allerneuesten Features und Raumfahrttechnologie, sondern einfach ein Fernseher, wie ihn sich auch Otto Normalverbraucher leisten kann und ins Wohnzimmer stellen kann. 55 Zoll ist nach wie vor die beliebteste Größe. Den gibt es auch in weiteren Größen, also auch in 65, in 75, in 85. Insgesamt bietet Samsung diese Modellreihe in 8 verschiedenen Bildschirmgrößen an. Und alle mit der gleichen Technik und praktisch eben auch der gleichen Qualität, sodass da wirklich jeder Interessent, jeder Käufer eine passende Variante für sein Wohnzimmer finden kann. Wer sich dann den neuen Samsung AU8079 ein bisschen nähert, der sieht dann allerdings auch, dass es so ein ganz normaler Fernseher doch nicht ist, weil der ist auffallend flach. Samsung spricht da vom Air Slim Design und das ist wirklich mit 2,5 cm nochmal flacher, als man es von aktuellen Fernsehern ohnehin schon gewöhnt ist. Das ist schon fast OLED-Niveau, obwohl es ein ganz normaler LCD-Fernseher ist. Und Samsung erreicht das mit neuen LEDs, die eben für das Licht im Fernseher sorgen, die das eigentliche LCD-Panel durchleuchten. Die fallen deutlich kleiner aus als bislang und haben keine eigenen Gehäuse mehr, sondern sind direkt auf einem Träger aufgebracht, sodass Samsung die komplette Bautiefe des Fernsehers nochmal deutlich reduzieren konnte. Dazu tragen auch verkleinerte Bauelemente in den übrigen Baugruppen wie Empfangsteil und Netzteil bei, sodass Samsung die Gehäusestärke auf 2,5 cm reduzieren konnte. Das sieht von der Seite sogar noch dünner aus, weil der Rahmen also unter 2 cm schmal ist und sich die Gehäuserückwand nur ganz wenig nach hinten auswölbt. Jetzt könnte man sich natürlich berechtigterweise fragen, hat dieses extrem dünne Design auch Nachteile? Und in puncto Bildqualität können wir da Entwarnung geben. Da konnten wir im Test keinerlei Nachteile feststellen. Klar, der Betrachtungswinkel ist immer noch sehr schmal. Das ist ein Nachteil der meisten LCD-Fernseher. Aber es gibt zum Beispiel keine ungleichmäßigen Ausleuchtungen des Bildschirms. Auch wenn ich ein bisschen im Winkel variiere, die Helligkeit sieht über die gesamte Bildschirmfläche gleich aus und ich habe da keine auffälligen Einleuchtungen von den Kanten aus oder sowas. Insgesamt hat uns der Samsung AU8079 in der Bildqualität sehr gut gefallen. Der ist ein Meister der ausgewogenen Farben, ohne dass man jetzt großartig im Menü was einstellen muss. Wichtig ist halt der Wechsel vom Standardmodus auf den Bildmodus Film. Dann sind die Farbabweichungen auch bei uns im Messlabor praktisch vernachlässigbar gewesen. Die Farbtemperatur liegt praktisch hundertprozentig auf dem Zielwert, sodass es bei den Farben absolut nichts auszusetzen gab. Der Kontrast ist hoch, liegt bei gut 5000:1, aber ist natürlich klar, ist ein relativ normaler LCD-Fernseher ohne Tricks wie gesteuertes Backlight mit Local Dimming und ähnlichen Sachen. Deswegen, also so super tiefes Schwarz kann er nicht darstellen, aber mit etwa 5000:1 ist der Kontrast schon einigermaßen knackig. Bei den Filmen in HDR-Technik, die man gerade bei Streaming-Anbietern immer häufiger findet, ob es jetzt bei Netflix ist oder bei Amazon oder bei Disney und Apple TV, auch die Farben kann er schon zum großen Teil darstellen. Das ist für einen Fernseher in dieser Preislage, wir sprechen ja wie gesagt um etwa 700 Euro bei 55 Zoll, da ist es schon sehr bemerkenswert. Nur eben bei der Helligkeit, da sieht man, dass es ein Durchschnittsfernseher ist. Und die Helligkeit ist mit gut 300 Candela in Ordnung, nur eben nicht so knallig, wie man es von teureren Fernsehern in Verbindung mit HDR-Filmen inzwischen kennt. Weniger mit Ruhm hat sich der Samsung AU8079 im Test beim Ton bekleckert.
Der ist brauchbar, aber eben auch nicht überdurchschnittlich. Das mag ein Stück weit an der flachen Bauweise liegen, aber in unseren Augen hat das eher Kostengründe, weil wenn man sich anschaut, was auch sehr kleine Bluetooth-Lautsprecher heutzutage zum Teil leisten, ist das deutlich mehr und auch deutlich kräftiger im Klang als zum Beispiel bei diesem Samsung AU8079, der eben über seine Fläche auch über ein gar nicht mal so kleines Volumen verfügt. Und insofern, ja, bei 700 Euro Verkaufspreis ist dann eben nicht so viel Budget für gute Lautsprecher beim Hersteller vorhanden. Da müssen dann eben Nutzer, die mit dem Klang des Samsung AU8079 nicht zufrieden sind, eben zu externen Lösungen greifen und zum Beispiel eine Soundbar anschließen. Da ist nur zu beachten, allzu viele Anschlussmöglichkeiten bietet der Samsung nicht. Es gibt drei HDMI-Anschlüsse. Einer davon hat eben diesen Audio-Rückkanal ARC zum Anschluss einer Soundbar. Es gibt noch zur Not einen optischen Digitalausgang, mehr aber nichts. Es gibt nämlich zum Beispiel keinen Kopfhörerausgang. Kopfhörer lassen sich aber auch per Bluetooth koppeln und nur eben auch mit der Einschränkung, dass dann auch nur ein Kopfhörer koppelbar ist und zum Beispiel nicht zwei parallel gleichzeitig. Wo der Samsung AU8079 im Test wieder mächtig Punkte gut machen könnte, das war bei der übrigen Ausstattung. Klar, Empfänger für Satellitenempfang und Kabelfernsehen und Antenne sind integriert. Das hat inzwischen heute so ziemlich jeder Fernseher. Aber ist natürlich auch ein Smart TV und da bietet Samsung ein nahezu unerreichtes Portfolio an Streaming-Apps, die ich installieren kann. Und sodass ich eben außer den üblichen Verdächtigen wie Amazon Prime Video und Netflix eben auch direkten Zugriff habe auf Disney, auf Apple TV, auf kleinere Streaming-Anbieter wie Disney Plus oder eben auch auf Sky. Sodass es kaum eine Streaming-Anwendung gibt, die ich nicht mit Bordmitteln mit dem Samsung-Fernseher nutzen könnte. Um in dieser Programm- und Medienvielfalt die Suche nach den gewünschten Programmen, nach den gewünschten Filmen zu erleichtern, verfügt auch der Samsung AU8079 über Sprachsuchfunktionen. Und da haben Nutzer bei Samsung inzwischen die Wahl gleich zwischen drei Sprachassistenten. Da ist einmal die Samsung-eigene Bixby, die inzwischen ganz passabel funktioniert, wenn es um die Funktion des Fernsehers geht. Dass ich zum Beispiel das Programm meiner Wahl per Sprache aufrufe. Das ist für die ersten zwei, drei Programme der Programmliste sicherlich überflüssig. Aber wenn ich mal ein seltener genutztes Programm suche, wie ARD Alpha oder sowas, dann kann ich das per Sprachsuche machen. Ich kann den Fernseher im Menü dann auch umstellen und auf Alexa umstellen oder auch auf den Google Assistant. Und das können Nutzer dann eben auch danach entscheiden, was sie ansonsten in ihrem Haus, in ihrem vernetzten Haus am meisten nutzen. Und da gibt es dann eben unterschiedliche Stärken und Schwächen, dass Alexa für die Smart-Home-Nutzung gut ist, Google für Alltagsfragen und so weiter. Und so kann dann eben jeder Nutzer nach seinen eigenen Gewohnheiten die Sprachassistentin seiner Wahl einstellen. Das Mikrofon für die Sprachsuche steckt einzig allein in der Fernbedienung und das hört auch nur mit, wenn ich die entsprechende Taste drücke. Und insofern muss dann keiner befürchten, dass die ganze Zeit da jemand mitlauscht. Die Fernbedienung hat Samsung ein wenig überarbeitet gegenüber den früheren Modellen. Sie ist ein bisschen flacher geworden, aber ansonsten nach wie vor sehr, sehr handlich. Hat nur wenige Tasten, sodass ich die ohne hinzuschauen blind bedienen kann. Damit geht ja für manche Nutzer ein Nachteil einher, dass nämlich Samsung auf die 10er-Tastatur verzichtet. Und wenn man sich einmal damit abgefunden hat und dass man nicht für jede Funktion gleich eine Taste auf der Fernbedienung findet, sondern den Weg übers Menü wählen muss, dann funktioniert es wirklich sehr gut, eben weil man nicht mehr hinschauen muss und die wenigen Tasten, die sich noch auf der Fernbedienung finden, tatsächlich blind mit dem Daumen findet. Ja, und wer den Samsung AU8079 bei einem Händler sieht, egal ob stationär in einem Laden oder in einem Online-Shop, der könnte sich tatsächlich erschrecken, weil die Energieeffizienzklasse, die ja Händler angeben müssten zu jedem Fernseher, da ist der neue Samsung AU8079 in die Effizienzklasse G eingestuft. Das ist geradezu schockierend. Das ist tiefes Dunkelrot. Schlechter geht's eigentlich gar nicht. Das ist aber eigentlich gar nicht so schockierend, wie es aussieht, weil G ist eigentlich das neue A. Das hängt damit zusammen, dass die Grenzwerte für diese Energieeffizienzklassen drastisch verschärft wurden
und mit dem Ziel, dass sie für die nächsten 10 Jahre auch den Herstellern einen Anreiz geben sollen, sparsamere Geräte auf den Markt zu bringen. Und mit der Folge, dass das derzeit eigentlich mit den vorhandenen Technologien nur wenig Spielräume gibt und dass Fernseher, die jetzt quasi mit der gleichen Technik wie im letzten Jahr neu auf den Markt kommen, so viel schlechter dastehen. Und der Samsung AU 8079 in der von uns getesteten Größe mit 55 Zoll liegt im Verbrauch bei gut 100 Watt. Und mit dem Verbrauch hätte er im letzten Jahr, wie eben auch das Vorgängermodell, noch ein sattgrünes A bekommen. Insofern nicht erschrecken, wenn ein rotes G klebt. Da droht keine horrende Stromrechnung, sondern das ist einfach nur den sehr, sehr strengen Vorgaben für dieses Effizienzlabel geschuldet. Ja, die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Test des neuen Samsung AU 8079. Das neue Design, das Air Slim Design, sieht wirklich gut aus und die flache Bauweise hat aus unserer Sicht keine Nachteile auf die Bildqualität. Die Farben sind richtig toll, gerade für die Preisklasse. Kontrast ist in Ordnung, Helligkeit reicht für Normalbetrieb völlig aus. Auch die Ausstattung kann weitgehend überzeugen. Dass es an analogen Anschlüssen fehlt, daran hat man sich bei Samsung schon ein Stück weit gewöhnt. Also es gibt keinen analogen Videoeingang mehr, es gibt keinen Kopfhörerausgang. Aber mit 3 HDMI-Eingängen und 2 USB-Anschlüssen ist für die meisten Anforderungen eigentlich genügend da. Richtig gut ist eben bei Samsung auch die Verfügbarkeit von Streaming-Apps und da gibt es kaum einen Anbieter, für den ich ja nicht die passende App finde. Die Menüstruktur und das ganze Bedienkonzept ist sehr schlüssig. Zusammen mit dieser reduzierten und mit nur wenigen Tasten versehenen Fernbedienung finden sich da auch Samsung-Neulinge wirklich schnell zurecht. Ja, und diese umfangreiche Ausstattung gepaart mit der wirklich guten Bildqualität gibt es beim Samsung AU 8079 zu einem wirklich erschwinglichen Preis. In 55 Zoll liegt er zum Verkaufsstart im Handel bei rund 700 Euro. Und gerade das macht den Samsung so interessant derzeit unter allen Fernsehern.